Und zwar begrüße ich Sie jetzt mal ganz herzlich nochmal auf der Paracelsus-Messe und zum Forum der Osteopathie mit dem Vortrag Osteopathie bei Säuglingen und Kindern. So? Als allererstes möchte ich mich gerne vorstellen. Mein Name ist Nadine Hai. Ich bin seit 2001 staatlich anerkannte Physiotherapeutin und habe aber schon während der Physiotherapieausbildung für mich gemerkt, das reicht mir nicht. Ich komme viel zu schnell an meine Grenzen und ich will eigentlich mehr. Ich will irgendwie mehr behandeln können und ich möchte mehr Erfolge haben. Und habe dann aufgrund von privaten Erfahrungen schon die Osteopathie kennengelernt und mich dann im Anschluss direkt zur Ausbildung der Osteopathie entschieden. 2006 habe ich dann die Osteopathieausbildung nach den BAO-Richtlinien abgeschlossen und arbeite seit 2006 in einer eigenen Praxis in Freiburg-Littenweiler. Dann habe ich mich noch im Anschluss ein Jahr lang im Bereich Säuglings- und Kinderosteopathie spezialisiert, weil es einfach immer schon mein Traum war, gerade mit Säuglingen und Kindern zu arbeiten, und den habe ich mir dann somit ermöglicht. Zuallererst möchte ich gerne bei diesem Vortrag damit beginnen, Osteopathie nochmal allgemein zu erklären, denn ich denke, das ist einfach wichtig, dass man ein fundiertes Wissen hat und die Grundsachen der Osteopathie versteht. Zum anderen möchte ich gerne dann auf Osteopathie bei Kindern im speziellen Teil eingehen. So, dann starten wir mal. Erst einmal die Definition. Osteopathie ist eine sanfte Medizin mit den Händen. Das heißt, sie ist eine ganzheitliche Medizin, die der Diagnose und Behandlung von Funktionsstörungen dient. Das bedeutet für uns, dass wir den Patienten als eine Einheit, eine untrennbare Einheit sehen und dass wir ihn als Individuum und als Gesamtes in seiner Ganzheit behandeln. Dazu erfolgen die Diagnose und Therapie mit ganz speziellen osteopathischen Techniken, die wir in den 5 Jahren Ausbildung gelernt haben und die wir ausschließlich mit unseren Händen ausüben. Um die Osteopathie jetzt besser verstehen zu können, ist es wichtig, dass man einfach mal weiß, worauf basiert sie eigentlich. Da sind als Fundament erstmal die Grundlagenfächer der Humanmedizin. Welche sind zum einen die Anatomie, das ist die Wissenschaft über den Bau des menschlichen Körpers, und zum anderen die Physiologie, die Wissenschaft der Funktionsweise des menschlichen Körpers. Diese beiden Grundlagenfächer müssen wir Osteopathen gut beherrschen, damit wir den Körper des Menschen gut verstehen und gut behandeln können. Auf diesem Fundament sind nun 3 Säulen. Die erste Säule ist die Säule der Mensch als untrennbare Einheit. Die zweite Säule, Struktur und Funktion, bedingen sich immer wechselseitig. Und die dritte Säule sind die Selbstregulierungskräfte des Körpers. Und das Gesamte ist dann die Osteopathie. Und weil diese 3 Säulen so wichtig sind, möchte ich auf die jetzt nochmal genauer eingehen. Die erste Säule. Der Mensch ist eine untrennbare Einheit, denn er ist mehr als die Summe seiner Einzelteile. Knochen, Muskeln, innere Organe und Gewebe stehen immer in wechselseitiger Beziehung zueinander. Und erst wenn sie harmonisch zusammenspielen, dann kann der Körper auch wunderbar als Einheit funktionieren. Wie kann man sich das vorstellen? Wenn man jetzt mal das Beispiel einer mechanischen Uhr nimmt. So hat man bei einer mechanischen Uhr ganz viele Zahnräder, Schrauben, Federn und jedes einzelne Teil für sich würde gar nichts bewirken. Aber wenn diese einzelnen Teile jetzt fehlerfrei miteinander funktionieren, dann wird die Uhr zum Laufen gebracht. So kann man das ungefähr auf den menschlichen Körper projizieren. Die zweite Säule, Struktur und Funktion bedingen sich wechselseitig. Wenn die Funktion eines Organs zunimmt, dann wächst normalerweise auch dessen Struktur. Was heißt das? Wir gehen ins Fitnessstudio und haben das Ziel, wir möchten unsere Muskulatur auftrainieren. Also lassen wir zum Beispiel den Oberarm regelmäßig in diese Funktion spannen. Und mit der Zeit freut man sich an dem wunderbaren Ergebnis, weil der Muskel an Masse zunimmt
und die Struktur einfach gewachsen ist. Andersherum ist es, wenn man sich jetzt zum Beispiel den Arm bricht, dann kriegt man vielleicht einen Gips 3 Wochen lang und man kriegt nach 3 Wochen den Gips abgenommen und dann ist man ganz enttäuscht, weil dieses ganze Aufbautraining eigentlich für die Katz war, weil der ganze Muskel wieder weg ist und man wieder ganz viel Arbeit vor sich hat, um dieses schöne Bild wieder zu bekommen. Wir Osteopathen erkennen jetzt gestörte Funktionen als beeinträchtigte Bewegungen der Struktur, als Bewegungseinschränkungen. Und wir versuchen der Struktur mit unseren manuellen Techniken, also mit unseren Techniken, die wir mit den Händen ausüben, zu einer freien und zur ursprünglichen Bewegung zurückzuverhelfen, damit die Struktur wieder frei und ohne Störung ihre Funktion ausüben kann. Und noch die letzte Säule, die Selbstregulierungskräfte des Körpers. Ein Schlagwort, das hört man heute überall, Selbstregulierungskräfte hier und dort. Aber letztendlich, was ist es? Es sind alle körpereigenen Mechanismen, Reflexe und Prozesse, die dem Organismus aus einem Krankenzustand zur Gesundung zurückverhelfen. Und wir alle kennen genug Selbstregulierungsmechanismen, wie zum Beispiel, man schneidet sich in den Finger und der Körper kriegt das selber hin, indem er die Blutgerinnung startet. Oder aber man hat eine Entzündung und der Körper startet mit einer Bakterienabwehr und funktioniert somit super selbst. Oder aber man hat sich den Arm gebrochen und der Körper reguliert das aus eigener Kraft, indem er neue Knochenmasse bildet. Es ist aber ganz wichtig, wo unsere Aufgabe jetzt ist als Osteopathen. Denn wir heilen nicht, sondern wir versuchen eben, dem menschlichen Körper dazu zu helfen, dass er sich selber heilen kann, indem wir seine Selbstregulierungskräfte unterstützen und diese anfeuern. Und bevor ich jetzt auf das spezielle Teil, ganz wichtig ist noch die osteopathische Betrachtung des Menschen. Schon wieder schief. Zum einen, das sagte ich ja schon zu Beginn, dass wir eben die Grundlagenfächer der Humanmedizin super gut beherrschen müssen, um einfach den menschlichen Körper zu verstehen. Aber zum anderen müssen wir auch die Bereiche des menschlichen Körpers im Einzelnen verstehen und später miteinander kombinieren können. Da ist der erste Bereich, der Bewegungsapparat mit seinen Knochen, Muskeln, Sehnen und Bändern. Ein zweiter Teilbereich sind die ganzen inneren Organe, wie Magen, Milz, Gebärmutter, Blase, Niere. Und ein dritter Teilbereich ist der Schädel, die Wirbelsäule, das Becken und das Nervensystem. Und eben diese Gesamtheit müssen wir als Osteopathen bei jeder Behandlung, bei jeder Untersuchung verstehen, miteinander kombinieren und wirklich im Hinterkopf haben, um effektiv behandeln zu können. Jetzt möchte ich noch darauf eingehen, wie Krankheiten entstehen können. Und ich gebe ein kleines Beispiel dazu. Und zwar stellen wir uns mal vor, wir haben einen kleinen Jungen, der leidenschaftlich gerne Fußball spielt. Dieser Junge ist gesund, der strotzt nur vor Gesundheit, dem macht gar nichts aus. Der rennt auf dem Fußballfeld, kriegt einen Ball dort ab, hat eine Erkältung und sein Körper kriegt das wunderbar hin. Er kann letztendlich die Einflüsse, die auf ihn eintreffen, von außen oder von innen, wunderbar ausgleichen und vielleicht sogar für sich nehmen und daraus noch eine bessere Entwicklung starten. Es kann jetzt aber auch sein, dass dieser Junge vielleicht beim Fußball ungünstig hinfällt und sich vielleicht irgendwie ein bisschen die Wirbelsäule blockiert. Er steht aber wieder auf, sagt sich, naja, hat vielleicht ein bisschen wehgetan, aber das Spiel geht weiter, rennt weiter und hat das dann nach dem Spiel eigentlich auch schon vergessen. Aber es kann sein, dass jetzt dieser eine Wirbel ein bisschen in einer anderen Position stehen geblieben ist. Aber das macht dem Jungen nichts aus, weil sein Körper kann damit unheimlich gut umgehen. Nur der Wirbel bleibt dort. Und jetzt kommt es zu der Kompensation. Denn jetzt fängt der Körper an, sich an diesen neuen umgestellten Wirbel anzupassen. Und er dreht den einen Wirbel vielleicht ein bisschen nach da, den nächsten nach dort, bis er einfach wieder in seinem ökonomischen Gleichgewicht ist, bis sein Körper unheimlich gut weiter funktionieren kann, damit vor allen Dingen die Organe ihre Aufgabe gut erfüllen können. Und so kann es sein, dass sich mit der Zeit, das kann Jahre gehen, sowas wie eine Wirbelsäulenverbiegung entwickelt, eine sogenannte Skoliose. Aber auch das kann der Junge wahrscheinlich noch wunderbar selber ausgleichen.
Und er macht auch so weiter. Und jetzt ist er vielleicht schon 20. Und auf einmal muss er irgendwo beim Umzug noch mithelfen. Auf einmal, ah! So, und jetzt hat sich auf diese schon kompensierte Wirbelsäule noch ein Einfluss drauf ausgewirkt. Und jetzt kann es sein, dass dieser junge Mann vielleicht eine so massive Wirbelsäulenblockade hat, die ihm dann jetzt Schmerzen macht, weil sein Körper damit nicht mehr klarkommt. Oder er hat vielleicht dann schon sowas wie einen Bandscheibenvorfall entwickelt, der ihm jetzt erst Beschwerden macht. Davor ist aber schon unheimlich viel passiert. Das ist eine Riesenkette, die sich vielleicht über Jahre schon entwickelt hat. Und jetzt ist es ganz wichtig, natürlich können wir in der Osteopathie, haben wir auch viele Patienten, die schon mit solchen Krankheitssymptomen zu uns kommen. Aber wir können eigentlich schon viel früher behandeln, und zwar im Bereich der Funktionsstörung und diese gesamte Kette damit unterbrechen. Also ist die Osteopathie auch besonders gut zur Prävention, zur Vorbeugung geeignet. So, jetzt kommen wir aber zum speziellen Teil. Osteopathie bei Kindern. Erstmal möchte ich klären, warum. Wann macht man Osteopathie bei Kindern? Bei welchen Krankheitsbildern? Und zum Schluss würde ich Ihnen gerne noch zwei Fallbeispiele nennen. Viele denken sich vielleicht, naja, warum muss man jetzt ein Kind osteopathisch behandeln lassen? Das kommt auf die Welt, laut den Untersuchungen vom Arzt ist es gesund, hat die super Werte, die man nach der Geburt misst. Ja, was gibt es eigentlich für Ursachen oder für Gründe, die es vielleicht doch sinnvoll machen, das Kind anzugucken? Dazu möchte ich einfach mal auf die Mechanismen eingehen, die dem Kind während der Schwangerschaft, während der Geburt und auch danach passieren können. Warum Osteopathie bei Säuglingen und Kindern? Nun, es kann sein, dass schon während der Schwangerschaft es zu ungünstigen Krafteinwirkungen und damit zu Funktionsstörungen und späteren Kompensationen kommen kann. Die Geburt zählt zu den traumatischsten Vorgängen im Leben eines Menschen und später wird sich in keinem anderen Lebensabschnitt jemals wieder so viele innere und äußere Einflüsse entscheidend auf den Körper auswirken, wie in dem Zeitraum zwischen Geburt und Pubertät. Außerdem machen wir auch nie wieder solch große anatomische, physiologische und psychische Veränderungen durch. Und, was ich ja eben schon gesagt hatte, da wir Funktionsstörungen besonders gerne behandeln, ist die Osteopathie vor allem bei Kindern sinnvoll als Prävention. Dass man von vornherein leichte Blockaden auflöst, um dem Kind somit einen besseren Start zu gewährleisten. Während der Schwangerschaft kann es sein, dass das Kind eine ungünstige Lage im mütterlichen Bauch hat. Zum Beispiel kann es sein, dass es relativ groß ist und irgendwann ziemlich viel Druck vom Becken, von den Rippen der Mutter abbekommt, mit dem Kopf in diesem Bereich liegt und somit schon ungünstige Kraftvektoren abbekommt. Es kann aber auch sein, dass es lange nur in einer Position gelegen hat. Also zum Beispiel, manche Kinder drehen sich gar nicht, obwohl sie sich ja irgendwann Richtung kopfwärts drehen soll. Manche bleiben aber während der ganzen Schwangerschaft in der sogenannten Steißlage liegen. Andere Kinder drehen sich schon sehr früh und sind dann die ganze Zeit kopfüber unterwegs. Auch das sind natürlich Faktoren, wo eine sehr einseitige Kraftwirkung vorhanden ist. Oder die Mutter hat schon Wirbelsäulen- und Beckenverformungen, die auch dieses Öffnen des Bauches gar nicht so ermöglichen und die dort schon für Blockaden und ungünstige Druckphänomene sorgen. Außerdem kann es sein, dass die Mutter lange liegen muss und damit ist auch eine fehlende Dynamik vorhanden und eine einseitige Kraftbelastung. Während eines normalen Geburtsmechanismus erfährt das Kind dann enorme Kräfte, die auf es einwirken. Zum einen sind es natürlich die Wehen und zum anderen ist es auch diese Begrenzung, diese seitlichen Begrenzungen des mütterlichen Beckens, durch die sich das Kind hindurchzwängen muss. Dabei erfährt ein Kind so viel Stress wie nie wieder in seinem Leben und es schüttet so viel Adrenalin aus wie nie mehr danach. Und der Körper des Kindes muss bei der normalen Geburt einem natürlichen Bewegungsmuster folgen, um durch das mütterliche Becken hindurchzukommen. Damit das alles funktioniert, müssen zum einen Mutter und Kind wunderbar zusammenarbeiten, das steht an erster Stelle.
Das Kind muss sich mit Haltungsveränderungen, mit dem Zusammenfalten und mit Verschiebungen im gesamten Flüssigkeitsfeld anpassen. Die Schädelknochen überlappen sich, damit der Durchmesser vom Kopf verkleinert wird und es besser durch das Becken durchpasst. Und der Körper des Kindes erfährt eine starke Drehung, um sich dem mütterlichen Becken anzupassen. So, das ist einfach jetzt erstmal die ganz normale Geburt. Und schon allein bei diesem Geburtsmechanismus kann es sein, dass sich gewisse Strukturen blockieren, fixieren, die dann irgendwann später zu Problemen führen können. Wenn das Kind dann auf die Welt kommt, dann muss es sich entfalten. Und das ist auch gut so, denn als meine Tochter auf die Welt kam, habe ich nur gehofft, dass sie sich entfalten wird, weil sie sah ganz schön zusammengequetscht aus. Und ich dachte so, oh oh, ob das noch gut geht. Ist gut gegangen, sie sitzt da, relativ entfaltet. Aber diese Entfaltung dauert mehrere Tage. Der gesamte Körper des Kindes muss sich wieder entfalten, nachdem es da durch diesen engen Beckenkanal durchgekommen ist. Das verformte Köpfchen soll eine symmetrische Form wieder erreichen. Der Brustkorb soll aufgehen, damit die Atmung ungehindert stattfinden kann. Und zum Glück sind diese Kinder so unterstützend dabei, indem sie sich bewegen intensiv, indem sie atmen, indem sie vor allen Dingen schreien. Durch dieses Schreien bauen sie von innen diesen Druck auf, damit das System sich öffnen kann. Und indem sie saugen. Durch das Saugen wird der gesamte Gesichtsschädel mit stimuliert, in die richtige Richtung zu wachsen.